Wir sind ins Industriegebiet Aldingen alarmiert worden zu einem Großbrand, starke Rauchentwicklung. Und wir haben hier vorgefunden einen Kfz-verarbeitenden Betrieb, der alte Fahrzeuge entsorgt. Und das Gebäude stand im Vollbrand. Wir machen hier einen massiven Löschangriff mit Wasser und kriegen die Lage so langsam in den Griff. Am Anfang mit der Wasserversorgung Schwierigkeiten, bis das alles aufgebaut ist. Wenn man entnehmt das Wasser vom Neckar, zwischenzeitlich läuft alles. Ich habe keine Ahnung, was habe ich gemacht, lande in meinem LKW und komme draußen bei der Rampe und habe gesehen, so einfach brennt alles Gebäude. Einfach. So, nur gut. Nachher kommen nach 2-3 Meter kommen Feuerwehr und das ist alles, das passiert, alles Katastrophe. Heute Morgen gegen 09 Uhr aus noch ungeklärter Ursache die Fahrzeughalle eines Kfz-Verwerters in Brand geraten ist. In der Folge kamen über 200 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den Landkreisen Ludwigsburg, Rems-Murr-Kreis und Stuttgart hier zum Einsatz. Sie haben einen massiven Löschangriff durchgeführt. Das hat dazu geführt, dass ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden konnte. Wir haben bis jetzt keine Verletzten zu beklagen, mit Ausnahme eines Feuerwehrmanns, der während der Löscharbeiten einen Kreislaufzusammenbruch erlitten hat, aber gleich ärztlich versorgt wurde. Nein, Probleme mit Gaffern hatten wir nicht. Die Polizei wird natürlich jetzt im nächsten Zug mit den Brandermittlungen beginnen. Wir haben während des Einsatzes hier vornehmlich die verkehrspolizeilichen Maßnahmen durchgeführt und den Brandort abgesperrt. Der Polizeihubschrauber war insbesondere deshalb im Einsatz, um zusammen mit Fachleuten hier Gefahrstoffmessungen im Bereich der Rauchsäule durchzuführen. Die haben aber bis dato keine Überschreitung von Grenzwerten ergeben. Wir bitten aber nach wie vor die Bevölkerung in einem Umkreis von rund 5 Kilometern, um die Brandstelle selbst, Fenster und Türen geschlossen zu halten und auch die Klimaanlagen nicht in Betrieb zu nehmen.